Herzlich willkommen auf meinem Kanal Red Square. Ich bin Boris und wir kommen heute wohl zur wichtigsten Veröffentlichung diesen Jahres von RetroGold 63 und zwar zu dem Film und Mediabook Driven to Kill, zur Rache verdammt. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne einfach ein Like da, abonniert noch kräftig für mehr Reviews meinerseits. Und ich würde sagen, damit ab zum Film. Sollen wir? Wie immer erstmal die allgemeinen Daten zum Film. Driven to Kill, zur Rache verdammt. Oder auch im Originaltitel einfach nur Driven to Kill, ist ein US-amerikanischer B-Action-Movie aus dem Jahre 2009. Regie übernimmt hier Jeff King, der auch schon ein Jahr zuvor mit Steven Seagal arbeiten konnte, 2008, mit in dem Film Kill Switch. Und er hat auch den Film Damage, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, auch ein B-Action-Movie, Damage mit Stone Cold Steve Austin Regie geführt. Die Besetzung selbst, wir haben natürlich als Protagonisten haben wir Steven Seagal, wir haben als Antagonisten Igor Zhezhikin, dann haben wir Ina Garobkina und wir haben Dmitri Chapavietsky. Das Genre, wie ich es auch am Anfang schon bereits sagte, ist eher ein Actionfilm, aber auch mit einer kleinen Brise Drama. Zur FSK, es ist so, es gibt für den offiziellen Markt gibt es eine geschnittene Freigabe ab 18 Version und es gibt auch eine indizierte SpioJK geprüfte Version. Die DVD-Indizierung fand am 29.01.2010 statt. Die Blu-ray wurde dann indiziert am 25.05.2010 und RetroGold 63 hat uns jetzt hier die ungeprüfte, wirklich komplett ungeschnittene Fassung mit einer Laufzeit von 98 Minuten beschert und das ist auch gut gelungen. Zur Story selbst. Es handelt sich um den ehemaligen russischen Gangster Ruslan Dravek, gespielt von Steven Seagal, der der Unterwelt schon vor Jahren den Rücken gekehrt hat und der jetzt nun ein ruhiges Leben als erfolgreicher Schriftsteller führt, um auch dort sein Erlebtes zu verarbeiten. Dieser kehrt zur Hochzeit seiner Tochter Lani nach New Jersey zurück und ja, das Problem an der Geschichte ist, dass der Bräutigam seiner Tochter der Sohn des damaligen Feindes, Mikhail Arban, gespielt natürlich von Igor Zhezhikin, überhaupt alles andere als begeistert darüber ist, dass sein Sohn jetzt nun die Tochter von Ruslan heiraten soll und entscheidet sich dazu, ein Mordkommando loszuschicken, welches, und mehr möchte ich auch nicht verraten, welches beauftragt worden ist, die Ex-Frau von Ruslan und Deborah und seine Tochter zu töten. Der offizielle Release der Mediabooks, muss man ja so eher sagen, war am 20.10.2023 und jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen auf meinen kleinen Spickzettel schauen. Wir haben insgesamt 4 wunderschöne, limitierte, wattierte Mediabooks mit einer wunderschönen Spotlack-Veredelung und natürlich auch für den Sammler wichtig, eine durchlaufende Nummerierung. Wir haben einmal Cover A mit 222 Exemplaren und hier ist mir wichtig auch zu sagen, gerade auf das Cover einzugehen. Die aufgehende Sonne, die ihr hier auf diesem Cover seht, spiegelt oder soll im Prinzip die aufgehende Sonne auch der japanischen Flagge darstellen,
weil wir ja auch mit Steven Seagal einen Martial Arts Künstler haben. Hinzu kommt, man sieht Steven Seagal selbst in seinem typischen schwarzen Dreiviertelmantel und auch leicht hinten versetzt sein Gesicht mit seinem typisch bösen Blick. Und um ihn herum liegen sämtliche Gegner, die er regelrecht abgeschlachtet hat. Und wer genau hinschaut, kann unten links im Bild sogar eine abgetrennte Hand sehen. Bei Cover B haben wir einmal eine Hommage oder eine Anlehnung an den 1990 erschienenen Film Hard to Kill. Der wird vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff sein, einer mit seiner besten Streifen überhaupt von Steven Seagal. Und das ist, wie gesagt, eine Hommage an diesen Film. Und zukünftige Seagal-Veröffentlichungen werden auch in diesem Stil gehalten werden, mit rotem Hintergrund und eher schwarz-weißem Cover. Hier noch zu erwähnen gilt, dass Cover B Retro Shop 63 exklusiv ist. Dann haben wir Cover C mit, ah ja, und 111 Exemplaren Cover B. Cover C, 100 Exemplare, das ist das originale deutsche Filmcover, das wurde einfach hier übernommen. Und wir haben das Cover D, welches auch ich besitze, mit einer typischen Limitierung von 63 Exemplaren. Und dieses Cover wurde extra vom Zeichner Gareth Gibson entworfen und für Retrogold 63 angefertigt. Ich wiederhole nochmal, Cover B, C und D sind nur im Retrogold 63 Shop erhältlich. Den Link findet ihr natürlich auch wie immer unten. Das Mediabook selbst oder die Mediabooks selber enthalten drei Discs. Wir haben eine Blu-ray mit dem Film, wir haben eine DVD mit der DVD-Fassung und eine Bonus-DVD mit dem ganzen Bonusmaterial. Auf dem Bonusmaterial findet ihr Behind the Scenes, verschiedene Trailer, ein Video-Interview mit Dan Delz, geführt von Christian Larik, circa 75 Minuten. Ein Audio-Interview mit Steven Seagal, auch geführt von Christian Ladewig, circa 25 Minuten. Und hier ist es auch ganz wichtig zu erwähnen, dass es das erste deutsche Label ist, Retrogold 63, welches Seagal persönlich interviewen konnte. Also auch für den Sammler und natürlich auch Steven Seagal-Film-Fan ein absolutes On Top. Wir haben ein 24-seitiges Booklet und in diesem würdigt Retrogold 63 ganz klar die Legende Seagal und hat noch zudem ein schönes, ausgiebiges Interview mit Alexander R. Das Booklet-Design übernimmt eigentlich fast wie immer Stefan Böse und der Autor des Booklets ist Christian Ladewig selbst. So, zum Fazit selbst, wie immer am Ende des Videos. Es gibt wohl kaum einen Actionstar, der so polarisiert wie Steven Seagal. Es gibt auf der einen Seite gibt es das Lager, jede Menge Fans, die auch heute noch mit Begeisterung jeden seiner Streifen regelrecht verschlingen. Und auf der anderen Seite haben wir ehemalige Fans oder auch Kritiker, die die dürftige Qualität seiner aktuellen, ja, Direct-to-DVD-Blu-ray-Filme kritisieren, aber auch das fortschreitende Alter, natürlich von Steven Seagal, wird kritisiert. Oder auch, ja, leider ab und an das Übergewicht von Steven Seagal, weil wenn man sich natürlich die Filme aus den 80ern, 90ern anschaut bis und heute, hat Seagal dann doch etwas körperlich an Volumen gewonnen. Jedoch muss man hier ganz klar sagen, was den Film Driven to Kill angeht, hält der Trailer und der Film auch das, was er verspricht. Inhaltlich gesehen natürlich, erfindet der Film das Rad jetzt nicht unbedingt neu und er spielt auch nicht in der Liga mit Deadly Revenge von 1991 oder Alarmstufe Rot von 1992.
Man muss aber auch ganz klar sagen, dass er der beste Film Seagals seit Exit Wounds von 2001 ist. Also es ist wirklich ein klasse Film. Mir persönlich gefällt er sehr, sehr gut. Das liegt vor allem an den zahlreichen, sehr harten Action-Szenen, in denen Seagal auch wirklich glaubhaft agiert. Und hier hinzuweisen ist auch auf jeden Fall auf die im mittleren Teil des Filmes auf die Messerkampfszene, die absolut sehenswert ist, und auch am Ende des Films das Grand Finale, also das große Finale, ist wirklich überragend im Krankenhaus und wird am Ende jedem Action-Fan gerecht werden, auf jeden Fall. Ich selbst kenne fast so gut wie alle Steven Seagal-Filme und ich zähle mich durchaus als Fan von ihm. Und daher, wie beim letzten Video begonnen mit den Filmrollen, bewerte ich diesen Film auch mit 7 von 10 Filmrollen. So, abschließend gilt es jetzt nur noch zu sagen, freut euch auf die kommenden Videos von Retrogold 63, Thirst, The Day After Halloween, Inferno, Falcon Rising oder auch Patrick. Ich bedanke mich meinerseits nochmal bei Retrogold 63. Ich bedanke mich bei Alex, der mir immer wieder das Vertrauen schenkt. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.